Herzlich willkommen zu dieser Lektion. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und in dieser Lektion geht es um die perfekte Ernährung. Wie wichtig es ist, wirklich dich optimal zu ernähren. Wie wichtig es ist also, wie du vielleicht jetzt von den letzten Lektionen gelernt hast, wie wichtig ist dir Energie bzw. Lebensenergie, diese Prana, wie wichtig ist Informationen in dich hineinzunehmen durch die Ernährung. Denn Ernährung spielt eine sehr große Rolle sozusagen. Und wie wir gesagt haben, deine Nahrung soll deine Medizin sein. Schreib dir das bitte auf. Schreib dir das immer wieder auf. Wie gesagt, arbeite mit, wirke mit sozusagen, damit das wirklich in dein System, in dein Bewusstsein integriert wird, dieses Wissen. Deine Nahrung soll deine Medizin sein. Also überprüfe für dich, was isst du den ganzen Tag? Und ist das, was du isst, wirklich gute Medizin für dich? Heilt das deinen Körper sozusagen? Bringt es deinen Körper Energie oder entzieht dir Energie? Das ist früher. Zum Beispiel früher, wo ich dieses Wissen auch nicht hatte, habe ich ständig Sachen gegessen. Das heißt, immer nach dem Essen, vielleicht kennst du das auch, immer nach dem Essen war ich fertiger, kaputter als vor dem Essen. Das heißt, das, was ich gegessen habe, hat mir überhaupt keine Energie gebraucht, sondern im Gegenteil, das hat mir sogar Energie geraubt. Und ich kenne für dich, wie ist es bei dir? Und willst du so weitermachen? Oder willst du das ändern? Deswegen bist du jetzt zum Beispiel in diesem Kurs, weil du das ändern willst. Du willst jetzt dich weiterentwickeln und weiter zu Bewusstsein kommen. Und weiter in deine Kraft kommen. Und da ist es wichtig, die perfekte Ernährung zu dir zu nehmen. Perfekte Energie. Und gibt es also die perfekte Ernährung? Gibt es die perfekte Ernährung für dich? Ja, genau das gibt es. Aber die perfekte Ernährung ist nicht das, was irgendein Meister, ein Guru oder ein Experte dir sagt. Denn ich habe zum Beispiel, ich glaube, es waren schon um die 50 Ernährungsexperten und jeder hat was ganz anderes gesagt. Und jeder hatte recht. Jeder auf seine Perspektive, das, was er untersucht hat, ist es genau so stimmig. So gesehen. Aber das hat mir nicht geholfen. Weil ich muss für mich die perfekte Ernährung finden. Und wie finde ich die perfekte Ernährung? Indem ich, und schreibt ihr das auf, indem ich die Verantwortung übernehme für mich, für meine Intuition, für das, was ich spüre, dass es richtig ist. Und du kannst zum Beispiel die Lebensmittel überprüfen, wenn du so nicht spüren kannst. Zum Beispiel, wenn du einkaufen gehst, wenn du zum Beispiel hast du einen Apfel im Hand oder ein Avocado und du spürst nicht, ist das was für mich, spricht das mit mir, weil zum Beispiel ich gehe so einkaufen und die Sachen, die Lebensmittel müssen mit mir sprechen. Und wenn sie mit mir sprechen, weiß ich, ja, okay, das gehört zu mir, das passt zu mir. Und wenn ich mir unsicher bin, dann mache ich so, dann mache ich den Armtest sozusagen oder den Körpertest. Das heißt, ich nehme diese Lebensmittel in Hand, in beiden Händen, und wenn der Körper nach vorne geht, das ist so ein kinesiologischer Test, und indem ich die richtige Frage stelle, zum Beispiel, dient mir diese Avocado jetzt oder das, was ich jetzt in Hand habe, dient mir das, tut mir das mein Körper gut? Und wenn es ein Ja ist, ich habe installiert, wenn es ein Ja ist, geht mein Körper nach vorne. Und wenn es ein Nein ist, geht der Körper nach hinten. Und so kannst du überprüfen für dich,
zum Beispiel durch diese Technik, durch diese Übung, wenn du dir nicht sicher bist, wenn die Lebensmittel nicht mit dir sprechen, wenn du nicht so in Einklang bist, weil normalerweise brauche ich das alles nicht, weil alles mit mir spricht, und dann nehme ich einfach so die Lebensmittel. Und ich habe es ja so installiert, wie wir gesagt haben in einer anderen Lektion, dass du den Programm installierst, alles, was ich anfasse, wird zu Gold. Alles, was ich anfasse, dient mir. Alles, was ich anfasse, was ich berühre, wird energetisch so umgewandelt, wird es gesegnet. Sag ich ja, du musst da für dich als Schöpfer die deine Worte finden, deine Programmierung sozusagen, wie du das gerne haben willst. Du bist ja der Schöpfer, du musst Verantwortung übernehmen. So ist es ja hier bei der perfekten Ernährung. Da darfst du auch Verantwortung übernehmen. Denn für dich die perfekte Ernährung ist das, was du spürst, dass es stimmig ist. Das, was mit dir in Einklang, mit Harmonie ist. Und gibt es also die Perfektion? Ja, und es ist individuell. Und du musst spüren die Wahrheit. Und so, wenn du das nicht spürst und wahrnimmst mit deinem Bewusstsein, ist kein Problem. Mach diese Übung zum Beispiel. Dass du deinen Körper einsetzt, um zu spüren, geht es jetzt nach vorne oder nach hinten. Ist es ein Ja? Dient dir diese Nahrungsmittel, diese Lebensmittel jetzt? Soll ich das in mir nehmen? Oder nicht. Und so kannst du alles überprüfen. Und so kannst du zum Beispiel dein Handy überprüfen. Dient mir das oder raubt mir das Energie? Weil es gibt zum Beispiel bei Handys auch so Sachen, wo man hinkleben tut. So eine energetische, wie sag mal, Signatur. Und durch diese energetische Signatur, was man da klebt auf dem Handy zum Beispiel oder auf andere Sachen, verändert sich die Schwingung, und dann merkst du, das stört nicht mein System, sondern arbeitet für mich jetzt. Ja, so einfach ist Leben, sag ich ja. Das ist alles sowas von einfach, wenn du Wissen hast. Hast du kein Wissen, ist es kompliziert, schwer, da weißt du nicht, wie das geht und was soll ich machen und ja, das ist kompliziert dann. Also, hab den Absicht jetzt für dich und schreib dir das alles auf, dass du diese Übung machst ab jetzt, dass du so einkaufen gehst. Entweder, dass du so spürst, dass du so in diese Größe bist, so Energie aufgeladen, dass du spürst, dass es dir gut tut, diese Lebensmittel, oder wenn du das nicht spürst, nicht so wahrnimmst, dann mach diese Körperübung, damit du überprüfst, ob diese Lebensmittel, ob das die perfekte Ernährung für dich ist. Denn es kann dir keiner sagen, was für dich gut ist. Klar, man kann dir sagen, das tut gut und die Zitrone ist gut für dich und der Natron oder was weiß ich was. Oder Übersäuerung, das, was weiß ich was, da kannst du viele gute Informationen holen, aber du musst immer für dich überprüfen, immer Verantwortung übernehmen. Zu 100%. Denn das ist dein Leben. Du darfst niemandem die Verantwortung übergeben. Ja, und so spürst du immer die Wahrheit und da lebst du und ist alles immer ganz einfach. Weil du lebst in Harmonie, in Einklang mit dir, mit der Natur, mit dem Universum. Mit deinem Universum, denn jeder Mensch lebt in seinem Universum. Und so spürst du in jedem Moment, was du brauchst. Und es ist ganz einfach. Mach es dir also ganz einfach. Erlaube es dir so ganz einfach zu machen. Und alle um dich herum können schreien und sagen, boah, wie kannst du das machen? Was weiß ich was. Und weil das ist die Überprüfung. Das Leben überprüft dich, ob du wirklich ernst meinst. Also die perfekte Ernährung ist für jeden individuell. Und jeden Tag spürst du rein, ob was du brauchst. Und wenn du spürst, heute brauche ich nur Lichtnahrung oder heute mache ich einen Wasserkur. Deswegen habe ich dir auch gesagt, dass du immer wieder mal solche Wasserfasten machst, dass du nur Wasser, nur strukturiertes, gereinigtes, energetisiertes Wasser trinkst, wo alles reinigt in deinen Körper. Spüre immer die Wahrheit. Und wir haben auch einen Ernährungskurs von anderen Leuten jetzt in dem Programm aufgenommen. Und wie gesagt, hol dir das Beste immer raus. Denn es geht immer um Erfahrungen zu machen, um Schöpfungen. Also, welche Erfahrungen willst du machen? Was willst du essen? Welche Experimente willst du vollziehen? Und alles in Einklang mit deinem Körper. Denn du musst in Einklang leben mit dem Körper natürlich. Also, es geht um Selbstverantwortung. Dass du zu 100% Selbstverantwortung übernimmst.
Und sag ich, am Anfang schreibt ihr das immer jeden Tag auf. Schreibt ihr alles immer auf. Das ist immer am Anfang ein paar Monate, würde ich sagen, höchstens ein, zwei Jahre. Aber dann ist so die Basis in dir integriert, dann machst du es dann automatisch, dann brauchst du kein Erkenntnistagebuch und das Ganze. Das ist nur am Anfang. Das ist immer alles nur am Anfang, bis das sitzt. Genauso wie beim Radfahren. Da. Oder Autofahren, am Anfang ist es kompliziert und da fällst du oder was weiß ich was, aber irgendwann mal ist es so in dir integriert, ja, dann machst du es automatisch und ja, da hast du dein Fundament und dann kannst du jetzt fahren und ja, ist alles optimal. Und so ist es mit allen Dingen hier auf dem Üben macht der Meister. Die Macht der Wiederholung, nutze die Macht der Wiederholung, dieses Wissen dir immer wieder anzueignen. Deswegen habe ich gesagt, mach, wenn es eine Woche der Kurs ist, in dieser eine Woche muss nicht in eine Woche gemacht werden, sondern wenn du spürst, ich habe das noch nicht vollzogen in einer Woche, ich habe das nicht wirklich voll, wirklich integriert in mir, dieses Wissen, ja, dann mach so lange, bis du spürst, jetzt ist es vollbracht. Und mach so mit alle Dinge. Schreib dir das alles auf und mach genauso, wie wir jetzt hier sagen. Wenn du deine absolute Freiheit leben willst, weil ja, ab jetzt hast du keine Ausreden mehr. Es geht um Selbstbewusstsein. Dass du ständig in diesem Selbstbewusstsein, nicht Ich-Bewusstsein lebst. Also, welche ist die perfekte Ernährung? Schreib dir das alles auf. Schreib für dich, wie schaut es bei dir aus? Ist es eine vegane Ernährung? Spüre einfach, was dir gut tut. Und spüre die Unterschiede immer, wenn du isst. Sag ich ja, ist alles bewusst. Zum Beispiel isst was? Das spür hin, entzieht dir das Energie, baut dich das auf oder wie tut sich das mit dir? Sag ich ja, übernimm Verantwortung. Denn keiner kann dir sagen, so musst du machen, so ist richtig für dich oder nicht. Keiner. Nur du selbst. Also überprüfe für dich und überprüfe auch die Lebensmittel, die das wirklich tut oder wirklich zu dir gehört. Und dein Körper weiß, was für dich richtig ist. Dein Körper ist der Maßstab. Und nicht irgendein Experte, ein Arzt oder was weiß ich was. Sondern du holst dir die Informationen, was der Arzt sagt oder was der sagt. Wieso nicht? Denn du lernst immer was dazu, das ist doch toll. Was für Ideen die anderen haben, das ist doch schön. Das ist genauso zu vollziehen. Aber du hörst auf dich und spürst die Wahrheit. Und wenn du dieses stimmige Leben führst in der Harmonie, wirst du nie mehr krank. Das geht gar nicht. Und wenn du jetzt deine Nahrung, deine Medizin isst, ja, und wenn du ständig nur solche gute Sachen nimmst, und wie gesagt, wir haben auch ein Buch geschrieben über Ernährung, über, besser gesagt, über Gesundheit, ja, das kannst du dir auch bestellen, wenn du willst, wenn es für dich stimmig ist, spüre in dich hinein. Weil da sind die Informationen auch, da geht es ja noch tiefer rein, welche Lebensmittel genau. Aber wie gesagt, das alles brauchst du nicht. Aber wenn du spürst, ja, wieso nicht, dann ist es so stimmig. Aber das, was wir dir sagen, wie gesagt, reicht vollkommen, wenn du es wirklich vollziehst. Wenn du jetzt vollziehst, einfach, dass du einfach in diesem Einklang bist und spürst immer, was die Wahrheit ist, ja, dann brauchst du nicht zu spüren, ja, Zitrone brauche ich oder das oder Kurkuma oder was weiß ich was oder irgendwelche Sachen. Du brauchst gar nichts, das ist alles eine Illusion. Das ist alles, die perfekte Ernährung ist alles eine Illusion, was du brauchst. Weil viele Leute auch Nahrungsergänzungsmittel brauchen, die brauchen Magnesium. Ja, wenn du den Scheiß glaubst, tut mir leid. Dann ist es, ja, dann bist du noch nicht erwachsen. Das versuche ich dir da gerade zu erklären. Also es geht darum, in Einklang zu leben mit der Natur. In Einklang zu leben mit dem Universum. Mit deinem Körper, denn dein Körper ist dein Maßstab. Dein Bewusstsein weißt, was du brauchst. Und dein Körper spiegelt dir dann, ob das gut ist oder nicht. Und so, ja, so ist es ganz einfach. Also mach dir einen Plan jetzt am besten. Wie soll das für dich ausschauen? Was für Lebensmittel so für dich in Frage kommt. Und wie gesagt, vermeide diese industrieverarbeitete Fertigprodukte, Fertiggerichte. Wie gesagt, spüre einfach, was du brauchst. Aber ich kann dir sagen, wenn du jetzt nicht änderst an deiner Ernährung, da wird sich ja nichts ändern. Deswegen sage ich ja, wenn du so weiter jetzt machst wie bisher,
wird genau das passieren, was bis jetzt passiert ist. Deswegen musst du schon umstellen alles. Wenn du dich weiterentwickeln willst, dann wirst du das alles umstellen. Deswegen will ich dir auch nicht sagen, was für dich die perfekte Ernährung, sondern hör dir die anderen Experten an und nimm jetzt, verändere dein Leben. Ich kann nur sagen, eine basische Ernährung, eine vegane Ernährung ist die optimale Ernährung, eine Rohkosternährung, da geht es immer weiter so in der Richtung, bis auf Lichtnahrung. Aber sag ich ja, du willst ja bestimmte Erfahrungen machen. Aber ändere jetzt was, absolut. Und wenn du krank bist, da sowieso. Wenn du krank bist, ist ein Zeichen, dass du deine Ernährung auf basische vegane Ernährung umstellen sollst. Nur so als Tipp. Aber übernimm Verantwortung für dein Leben. Und so erkennen wir zum Beispiel, dass die Telomere, das ist in unserer DNA, das ist die dafür zuständig ist, ob sich die Zelle sich weiter positiv weiterteilt, sozusagen, also ob sich, ja, und auch Verjüngung passiert. Und es ist erwiesen von vielen Wissenschaftlern, von vielen Doktoren, von vielen Ärzten auch, dass die vollwertige pflanzenbasierte, also basisches und Ernährung, die Zellen nun wirklich verjüngen. Und viele Studien zeigen, dass zum Beispiel Entspannungstechniken und Bewegungen in ihren Alltag eingebaut werden. Und zu der perfekten Ernährung gehört natürlich auch Bewegung und auch in der Liebe leben, in dieser Energie. Und viele Studien zeigen zum Beispiel, dass die Telomere wirklich geschrumpft waren, wenn zum Beispiel Fleisch und zum Beispiel so verschiedene Mehle oder Zucker, wenn sie die Leute das aßen. Du kennst jetzt, wie wichtig es ist, das, was du zu dir nimmst. Denn das, was du zu dir nimmst, beeinflusst einfach deine Programmierung. Also die vollwertige pflanzliche Ernährung, also die basische vegane Ernährung, könnte wirklich den Alterungsprozess umkehren und dich so zu verjüngen. Und wenn du also gut aussehen willst, wenn du also verjüngt aussehen willst, wenn du ja in der Kraft sein willst, dann achte wirklich auf deine Ernährung und betreibe zum Beispiel Sport oder Meditation, sage ich ja, alles, was nutzt, deine Energie zu steigern, alles, was nutzt, deine Kraft. Und die Forscher kamen wirklich zu dem Schluss, dass zum Beispiel vollwertige pflanzliche Ernährung und die Länge der Telomere sind alles in ein Gleichgewicht, darf alles in ein Gleichgewicht sein. Erkenne für dich die Wahrheit. Weil wenn du so weitermachst wie bisher, wirst du das erleben, was du jetzt immer erlebt hast. Also, so verlängern sie ihre Telomere und bleiben lange jung. Und mein Ziel ist auch zum Beispiel, mindestens 1000 Jahre im selben Körper zu sein. In diesem Körper jetzt, was ich habe. In diesem Fahrzeug, in diesem Tempel, was ich jetzt benutze. Und nicht mehr ständig den Inkarnationszyklus zu bedienen. Oder sogar noch länger. Da gibt es ja Zivilisationen im Inneren von Erde zum Beispiel, die sind tausende Jahre alt. Also, welche sind die Erkenntnisse? Der allerwichtigste ist natürlich, dass du in deine Kraft kommst,
in der Liebe bist und dich ständig mit Energie aufbaust. Und dann ist es wichtig, die Ernährung zu essen. Also essen Sie gesunde, vollwertige und pflanzliche Nahrungsmittel. Bauen Sie so oft wie möglich Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, Pilze und Hülsenfrüchte wie Kichererbsen, Linsen und Bohnen in Ihre Ernährung ein. Damit verlangsamen Sie nicht nur den Alterungsprozess, sondern senken auch Ihr Risiko für sogenannte Zivilisationskrankheiten wie Herz-, Kreislauferkrankungen, Diabetes, Krebs und Co. Meiden Sie stark verarbeitete Lebensmittel sowie Fleisch, Milchprodukte, Weißmehlprodukte. Das ist zum Beispiel Weizen. Das kannst du streichen auf deine Liste. Aber wenn du schaust, überall ist Weizen drin. Überall ist zum Beispiel Zucker auch drin. Zucker sofort weg. Sag ich ja. Wasser. Benutze energetisiertes, strukturiertes Wasser. Und die ganze Fleisch- und Milchprodukte. Wenn du die wirklich weiterentwickeln willst, sag ich ja. Wir dürfen nicht mehr die Tiere ausnutzen. Das muss aufhören. Aber du entscheidest selber, wann du bereit bist. Und jede Krankheit wird dir das zeigen, ob du bereit bist, in der Kraft zu kommen, ob du bereit bist, dich weiterzuentwickeln. Und sehr wichtig ist, dass du Sport machst, dass du dich bewegst. Und zum Beispiel Tai Chi, wo du die Energie aufbaust, oder Yoga oder Meditation. Oder wir haben zum Beispiel entwickelt Life Power Training. Das ist so ein Training, wo du jeden Tag dein Pubo-Training zum Beispiel anspannst und lernst, diese Energien in den Körper zu verteilen, dass du so voll mit Energie aufgebaut bist. Natürlich durch Atemübungen auch. Also achte auf deine Ernährung, schau, was dich unterstützt und rede mit deinem Körper und mach die Übung, diese Körpertests, wenn du dir nicht sicher bist, was du machen sollst. Also jede Zelle in unserem Körper hat eine messbare Energie. Und diese Energie nennt man Zellspannung. Sinkt diese Zellspannung, zum Beispiel durch Umwelteinflüsse, durch Ernährung, durch ungesunde Ernährung, durch Stress, kann die Zelle nicht mehr optimal funktionieren. Dadurch entsteht auf Dauer in der Zelle natürlich ein Sauerstoffmangel, ein Mangel an Energie also, welche zu Übersäuerung führt. Und dieses sauerstoffarme und übersäuerte Milieu ist der Nährboden für Krankheiten. Erkenne das an. Indem du ungesunde Ernährung, ungesunde Sachen zu dir nimmst, wie Fertigprodukte, wie Weizen, wie Zucker, wie Speisesalz, das, was alles nicht wirklich gut ist. Ja, dann machst du genau diese übersäuerte Milieu, diese Nährboden für Krankheiten. Wir haben ja gelernt jetzt die letzten Lektionen. Denn im Grunde ist Krankheit in erster Linie das Resultat von niedriger Zellenergie. Eine Zelle mit optimaler Zellenergie bietet den besten Schutz vor Krankheit. Und die Zellenergie hat natürlich mit Wasser zu tun, mit diesem Zellwasser. Sage ich ja, alles hat so seine Funktion. Und es geht darum, wie gesagt, diese Energie in den Körper zu steigern. Also ist die Krankheit ein Defizit an Energie. Der Kranksein also signalisiert das Fehlen an Energie und zeigt sich in Form eines Symptoms. Heilung erfolgt immer durch uns selbst. Erkenne das an? Durch die Zufuhr an Energie in Form von Informationen und die damit verbundene Bewusstseinswärme. Das heißt, auch die Lebensmittel verbreitete Informationen. Und Lebensmittel sind nicht anderes als physische Speicherplätze für Informationen, wie beispielsweise Vitamine und Mineralstoffe, die ihr Menschen zum Leben benötigt. Es sind also die Informationen in den Nahrungsmitteln, die eure Körperzelle und eure DNA ernähren, nicht die Nahrungsmittel selbst. Was wird jetzt bewusst? Wird dir was bewusst? Es sind nicht die Nahrungsmittel selbst,
dir was bringt, sondern die Informationen und die Energiegehalt, die Nahrungsmittel, die in eure Körperzellen ernähren. Erkenne die Wahrheit. Und in Wirklichkeit brauchen wir, die Menschen, jedoch nur die Information und die Impulse oder die Schwingungen der Vitamine und Mineralstoffe, das heißt die Informationen aus den Lebensmitteln und nicht die Tabletten oder Säfte. Weil das sind nur die Transportmittel. Ja, und ab jetzt weißt du einfach die Wahrheit. Ab heute kennst du das Geheimnis. Auch jetzt mit der perfekten Ernährung. Du musst Verantwortung übernehmen, du musst. Klar, du kannst dir von überall Tipps holen. Wenn du spürst, wow, wieso nicht? Das will ich machen, das hört sich gut an. Dann mach doch. Mache das, was dich wirklich erfüllt, was dir Freude bereitet. Und wo du spürst mit deinem Körper ein Ja, wo du von deinem Körper her ein Ja bekommst, dass du in Einklang lebst mit deinem Körper. Also, der Mensch besteht aus mindestens 10 Billionen Zellen. Und allein unser Gehirn besitzt etwas 100 Milliarden davon. 300 Milliarden Zellen produziert unser Körper täglich neu. 300 Milliarden, so ungefähr. Jeder Experte sagt wieder ungefähr ähnlich, aber so ungefähr sind sie alle so dabei. Spielt auch keine Rolle, die Zahlen. Wichtig ist nur zu verstehen, was da alles passiert in deinem Körper. Und in früheren Lektionen hast du erfahren, dass sich alles erneuert und eigentlich bist du ein Jahr alt insgesamt. Und von der Geburt bis ins hohe Alter bildet und erhält es so unterschiedliche Gewebe wie Knochen, Muskeln oder Haut. Und die letzte erneuert sich alle 27 Tage. Also, was macht die Zellen schlapp? Bei Fehlernährung können die Mitochondrien nicht mehr vollumfänglich arbeiten. Es kommt zu Gärung, zu Blähungen, zu Entzündungen, zu Übersäuerung und Vergiftung. Bei Fehlernährung. Und zu hoher toxischer Belastung durch Umweltgifte, Chemtrails, Luftverschmutzung, Strahlenbestrahlung oder Medikamente, Antibiotika, Antibiotika, schon das Wort gegen das Leben. Wohngifte, Kosmetika, Zahnbelastung und mehr, und nur das Wichtigste zu erwähnen. Unser Denken hat einen sehr großen Einfluss auf unseren Stoffwechsel und die Gesundheit, unser Fühlen, Freude, Liebe, Frust oder Ärger. Nur du entscheidest, ob dein Denken dein Freund ist oder zu deinem Freund wird. Du entscheidest. Und über 50% deiner Gesundheit hängt von deinem Denken ab. Und ich würde sagen, noch mehr. Ich würde sagen, 80%, 80 bis 90% ist abhängig von deinem Gesundheit, von deinem Denken ab, von deinem Denken und Fühlen. Und Disziplin, ob körperliche oder geistige, kann Spaß machen oder uns als lästig entscheiden. Dank spielerischer Disziplin kannst du dein Leben Schritt für Schritt in ein Wunderland verwandeln. Deswegen ist es wichtig. Deswegen habe ich ja gesagt, schreib dir das jetzt die ganze Woche auf. Schreib dir jetzt das Wichtigste auf und zum Beispiel, du kannst das alles dann in ein Buch alles umwandeln, dass du dein eigenes Buch schreibst über das Leben oder über ein bestimmtes Thema. Sag ich ja, es gibt tolle Möglichkeiten, sei kreativ. Erlaube es dir. Also, was nährt unsere Zellen wirklich? Damit die Lebensmittel wirklich nahrhaft sind, sollen sie auf die physische Ebene alle essentiellen Nährstoffe und auf der ätherischen Ebene viel Prana-Energie oder Lebenskraft enthalten. Deswegen sage ich ja, was sind Lebensmittel? Und frische, rohe Lebensmittel enthalten weit mehr Lebensenergie als konservierte und erhitzte Sachen. Erkenne das an jetzt. Frische, rohe Lebensmittel enthalten viel mehr Lebensenergie, viel mehr Prana. Sie sind mehr Lebensmittel als konservierte und erhitzte Sachen. Und viel Blattgrün, rohe, unbelassene, vitalstoffreiche Nahrung nährt unsere Zellen.
Und deswegen sollte man schauen, dass es keine tierischen Produkte oder tierischen Fetten und Proteine oder industriell verarbeitete Sachen zu uns nehmen. Ist einfach so. Wenn du dich jetzt hochschwingen willst, wenn du die nächste Stufe deiner Evolution jetzt, ja, dann geht es nicht vorbei. Mineralstoffe, Spurenelemente, Antioxidantien, also zu Schutznutzen der Zellen. Und sekundäre Pflanzenstoffe sind die Inhaltsstoffe, auf die wir besonders achten sollten. Ja, zum Beispiel diese farbige Prana-Energien, dunkelgrün von Chlorophyll, nährt und reinigt die Organe, das Blut und die Zellen. Deswegen, man sagt ja, diese grüne, das Chlorophyll ist ja so wie das gesammelte Licht, gesammelte Lebensenergie. Frisches Grün unterstützt Leber und Galle. Gelb unterstützt Magen und Milz. Orange unterstützt die Verdauung. Rot nährt Blut und stärkt das Herz. Violett-Schwarz unterstützt die Niere und Blasen. Weiß unterstützt Lungen, Atmung und Dickdarm. Wie gesagt, du kannst immer das Video anhalten und für dich das aufschreiben und einfach reflektieren über das ganze Wissen, weil es wichtig ist, das Wissen zu dir zu gelangen. Also die besten lebendigen Zellnahrung sind auch grüne Säfte oder Smoothies. Ist eine wunderbare Form, wirklich rohe, lebendige Nahrung zu sich zu nehmen. Und am kraftvollen sind die selber angebauten Pflanzen, Sprossen oder Wildkräuter natürlich. Also überprüfe für dich, ich gebe dir Möglichkeiten, aber nutze für dich, sag ich ja, weil das kann ich ja auch keiner für dich machen. Du musst lernen, Verantwortung zu übernehmen, und zwar zu 100%. Damit sollte der Körper die Bausteine zur Verfügung gestellt werden, die er braucht, um richtig funktionieren zu können. Es geht um die Informationsgehalt der Nahrung. Deswegen sollte Lebensmittel sein und nicht tote Mittel. Und die meisten Geschäften leider sind einfach tote Mittel. Und wir sprechen in diesem Zusammenhang von Vitaminen, Mineralien, Spurenelemente und nicht zuletzt von Energie, gemessen in Kalorien oder Joule, dem Treibstoff für unseren Organismus. In unserer sogenannten zivilisierten Welt scheint die Versorgung mit diesen Stoffen angesichts der hohen Anzahl übergewichtiger Menschen nicht das Problem zu sein. Vielmehr scheint es, dass die Weissagungen der nordamerikanischen Indianer eintreten, die bereits vor 350 Jahren prophezeiten, dass wir irgendwann von voller Teller sitzen und doch verhungern. Lass dir das über die Zunge zergehen. Je üppiger das Angebot an Nahrung, desto kränker die Menschen. Mittlerweile gehen Medizin davon aus, dass ca. 80% aller Erkrankungen in der westlichen Welt ernährungsbedingt sind. Die sogenannten Zivilisationserkrankungen. Worin besteht aber dann der Wert eines Lebensmittels, wenn nicht in seinem Gehalt an Energie, Vitamine, Spurenelemente und Mineralien? Die Qualität also der Nahrung hängt mit der Fähigkeiten zusammen, in welchem Maß sie Licht speichern kann. Das sind die wirklichen Lebensmittel, das, was du zu dir nehmen sollst. Wenn ein Lebensmittel nicht mehr in die Fähigkeit besitzt, Licht zu speichern, hat es dann auch keine Ordnung mehr. Und Professor Popp, vielleicht hast du schon von ihm gehört, sagte, ja dann. Ja, dann kann es auch keine Ordnung übertragen, weil die Ordnung eben nur über das gespeicherte Licht übertragen wird. Wenn ich also ein Lebensmittel auf seine Qualität hin testen will, kann ich das über seine Lichtspeicherfähigkeit messen. Deswegen habe ich ja gesagt, dass du mit deinem Körper überprüfst, ob diese Lebensmittel gut für dich ist, ob du wirklich Energie gibt, ob du wirklich diese Nahrungsmittel, diese Lebensmittel wirklich die Fähigkeit hat, Ordnung in sich zu tragen. Und Ordnung habe ich ja gesagt, deswegen habe ich ja gesagt, Wasser, trink Wasser, trink strukturiertes Wasser, trinkt nicht nur strukturiertes, sondern energetisiertes und sauberes Wasser, weil wenn es nicht sauber ist, wenn es voll ist mit was weiß ich, was da alles drin ist, in dem Wasser, ja, dann bringt es nicht viel. Und wir haben zum Beispiel unser Wasser hier getestet. Es waren über 400 Sachen drin, was da nicht hingehört. Und jetzt durch das neue Filtersystem, und nicht nur Filtersystem, energetisches System und
hexagonales System, dass der Ordnung wiedergebracht wird in Wasser. Ja, dann haben wir jetzt auf Null. Das ist alles ein sauberes, strukturiertes Wasser hervorbringt. Und natürlich dann ist es energetisiert. Sehr, sehr wichtig. Also die falsche Ernährung, wie Coca-Cola, Sprite, Fanta, Milchprodukte, Käse, Fleisch, Wurstwaren, Getreideprodukte, wie zum Beispiel Weizen, Softdrinks, Kaffee, schwarzer Tee, Alkohol, Zucker, Süßigkeiten, darfst du weglassen. Und so die Übersäuerung wirklich. Ja, wirklich durch basische Lebensmittel das unterstützen. Also trinke und koche mit strukturierter, energetisierter Wasser und erlaube es dir, so in deine Kraft zu kommen. Und übersäuere ab jetzt nicht deinen Körper, sondern gib ihm basische Lebensmittel. Basische Pflanzen, pflanzliche Lebensmittel. Ist alles so einfach, sag ich ja. Es gibt immer mehrere Wege zum Ziel. Indem du lernst, auf deinen Körper zu hören, ist es ein Weg, oder du lernst so basisch pflanzliche Lebensmittel. Aber du sollst auf jeden Fall was tun, weil wenn du ständig krank bist, wenn du ständig keine Energie hast, Übergewicht hast, ist ein Zeichen einfach, dass du übersäuert bist, ist ein Zeichen einfach, dass du nicht, ja, nicht das richtige, das perfekte Ernährung hast, weil normalerweise, wenn du die richtige, perfekte Ernährung hast, ja, das gibt dir Kraft, das gibt dir, und wenn du das noch energetisierst, die ganze Lebensmittel, zum Beispiel haben wir in Homo Christus 2, ein 6-Tage-Seminar, lernst du aus Wasser Wein zu machen, und nicht nur das, du lernst die Lebensmittel, zum Beispiel die genveränderte Lebensmittel lernst du zu energetisieren und die Struktur, die molekulare Struktur zu verändern. Dass dir diese Lebensmittel dann dienen, dass das eine Struktur hat, dass es eine Ordnung hat. Und deswegen 6 Tage, weil das kann man nicht in einer Stunde lernen, sondern das ist ein Prozess. Und wenn du das nicht alleine hinbekommst, wie gesagt, deswegen haben wir eine Ausbildung auch dazu aufgebaut, weil wir merken immer wieder, die meisten Menschen, ja, muss man so wie in der Schule, da muss man das Schritt für Schritt das aufbauen. Genau, dass man in diese Kraft kommt. Genau. Also, erkenne für dich, was deine perfekte Ernährung ist, und übernimm Verantwortung für dich, für dein Leben. Und lass dich inspirieren von den anderen Referenten hier und bau dir dein eigenes perfekte Ernährung für dich, damit du wirklich voll mit Energie, weil wenn du voll mit Energie bist, voll aufgeladen, voll freudig, voll, ja, wenn du nicht krank bist und wenn du, ja, alles in optimale Zustand ist, dann ist alles perfekt, dann mach einfach weiter so, denn es gibt kein richtig oder falsch. Niemand kann dir sagen, so musst du machen, also. Oder nur weil der einer studiert hat, 10 Jahre Studium, kann er dir sagen, der hat keine Ahnung, kann ich dir jetzt sagen. Der hat keine Ahnung. Denn nur du kannst für dich die Wahrheit wissen. Jeder kann dir gute Tipps geben, dich nicht falsch verstehen. Jeder kann dir so tolle Tipps geben. Aber du musst die Verantwortung übernehmen. Und das wird dir gezeigt anhand deines Lebens. Zum Beispiel, wenn du jetzt noch nicht deine absolute Freiheit lebst. Wenn du noch nicht wirklich frei bist, wenn du noch nicht dein Traumleben lebst, ist ein Zeichen, dass du viele Sachen einfach falsch machst. Wenn du zum Beispiel viel krank bist. Oder was weiß ich was. Das sind alles Zeichen einfach, dass du noch nicht die richtigen Schritte machst, noch nicht in der richtigen Bewusstsein bist, noch nicht dich. Ja. Und ja, und du kannst es ändern oder auch nicht. Aber wenn du in dieser Kurs bist, ist ein Zeichen, dass du bereit bist, zum Beispiel dein Leben zu leben, deine absolute Freiheit. Wenn du Fragen noch hast, melde dich in unsere Community, weil da bekommst du genau die Antworten, was du brauchst, damit du absolute Klarheit hast. Denn es geht bei dir, dass du absolut klar bist. Weil wenn du klar bist, da kannst du die richtigen Schritte machen, ne?
Da kannst du die richtigen, ja, dann ist alles perfekt in deinem Leben. Dann sagst du, wow, geil. Ich lebe mein Leben, meine absolute Freiheit. Ja, ich bedanke mich bei dir und wir hören uns in der nächsten Lektion. Dankeschön. Ciao.